Ja? Klappe. Ach so. Wo sind wir? Rothenburgs Ort. Nee, wie heißt das? Rothenburg ob der Tauber. Rothenburg ob der Tauber. Und wir sind an der Wehrschleuse. Heißt das Wehrschleuse, Bro? Spitaltor. Spitaltor. Also ich glaube, das war eine Verteidigungswallanlage oder irgendwas. Was war denn das historisch? Weißt du das? Eine Wehranlage. Und? Weiß ich nicht. Gut. Also das ist das. Da haben wir gedreht. Also nee, wir haben nicht gedreht. Die Crew von Boomfilm hat gedreht. Boomfilm. Die Klappweiße. Wir sind hier in Nähe Nürnberg, Rothenburg ob der Tauber. Und naja, hier steht halt sowas. Wir haben echt tollen Leuten bei ihrer Arbeit zugucken können. Und das war schon sehr beeindruckend, gestern die Dreharbeiten zu sehen. Kohlraben Schwarz ist eine neue Serie, die ein Hybridformat ist, was es so, glaube ich, in Deutschland noch nicht gab bis jetzt. Eine Mischung aus Mystery, Krimi, Horror und Comedy. Die größte Herausforderung, zumindest mal beruflich, die ich je hatte. Der Täter könnte also ein selbsternannter Bestrafer sein, aber nicht der Krampus. Er hat ja auch keinen Sack. Er hat einen Käfig und so eine Art Schlinge. Und er hat gesagt, du bist ein ganz arg böses Kind. Kenn ich. Offensichtlich. Woher denn? Aus meiner Kindheit. Ach scheiße, der Akku ist ja bald alle hier. Oh Mann, ey. Habe ich einen mit eingepackt? Mann! Machst du das Blut weg? Ey! Ah, geil! Cool, jetzt kann man das auch mal so sehen. Sieht ja richtig cool aus hier. Bro, was ging gestern hier? Also, hier war Filmproduktion. Wir sind ja noch nicht so viel bei Filmsets dabei gewesen, ne? 60 Leute irgendwie. Ja. Erik hat Regie gemacht, waren coole Schauspieler am Start, so. Ey, wie cool das hier aussieht. Ich kann verstehen, dass die hier waren und gesagt haben, shit, das ist es. Ich kann verstehen, dass sie das gesagt haben. Mega geil. Und Filmset ist halt, wer schon mal da gewesen ist, es ist unglaublich viel Gewusel. Es ist beeindruckend, wie schnell die Leute gearbeitet haben, fand ich. Oder, Bro? Sehr. Das war wirklich nicht wie bei uns bei einem Game One-Dreh. So. Das war hier so zack, zack, zack. Das ist die nächste Einstellung. Wir müssen umbauen. Licht wusste, was zu tun ist. Am Grip hat zack, super schnell alles hergerichtet. Dolly aufgebaut und alles. Und die haben halt ein mega gutes Team. Also da waren wir echt beeindruckt, oder? Sehr. Ja, ne? Sehr. Ja. Stefan, schick mir bitte die Nummer von dieser Frau Leitner. Die brauche ich auch noch mal. Powerbank fürs Handy, Garderobe, oberste Schublade, vollgeladen. Oh Gott, ich komme mir vor wie ein täglich größeres Murmeltier. Gib's zu, du hast es vermisst. Nein. Kohlrabenschwarz? Kohlrabenschwarz, ja. Noch sehen wir nicht schwarz, aber es ist schon nah dran. Ja. Nah dran? Oh ja, echt? Das Krasseste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Oh ja? Mhm. An Produktion auf jeden Fall. Was ist Kohlrabenschwarz? Mein Bruder, der Tommy Kapper ist, den ja viele kennen, schreibt ja gerne mal Bücher und Romane und so weiter und so fort. Und so kamen wir dazu, dass wir für Audible viele Hörspiele gemacht haben, weil Bücher, die er geschrieben hat, sich einfach super geeignet haben als Hörspiel. Und die haben wir mit unserer Firma, der Boomfilm, dann auch gleich hergestellt. Und so hatte er zusammen mit dem Michael Kessel die Idee zu Kohlrabenschwarz. Mittagessen, Tommy und du, ihr saßt gemeinsam zusammen und habt überlegt, Mensch. Abendessen war es. Knödel und Schweinsbraten und ein Kaltgetränk dazu. Tommy und ich nahmen gerade auf ein Hörspiel, Bilbo und seine Bande. Und Tommy meinte, Mensch, wir müssen auch noch mal was anderes machen irgendwann. Vielleicht sowas mit Krimi und Mystery und sowas. Und wir saßen da und ich aß für meine Knödel und irgendwann sagte ich fände das ja spannend, wenn so, also spontane Eingebung, einfach Fantasie, so deutsche Sagengestalten, Märchengestalten im Hier und Jetzt wieder auftauchen und sich daraus irgendwelche Kriminalfälle oder sowas entwickeln. Such dir jemand anderes. Ich kann das nicht mehr. Wenn ich den Kreuz nochmal sehe, da kriege ich Ausschlag. Ach, scheiß doch jetzt auf den Kreuz, verdammt nochmal. Sie fix jetzt, Stefan, ich brauch dich. Für die Eltern von den Kindern.
Von den Kindern? Und Tommy so, oh ja, und dann haben wir noch ein bisschen weiter Knödel gegessen, darauf rumgekaut, auf den Sagenwesen und den Knödeln. Und dann fuhr ich wieder nach Hause und dann rief der Tommy nach 3 Monaten an und sagt, du, ich schick dir mal was. Wir haben das jetzt alles mal aufgeschrieben und es sieht auch so aus, dass wir daraus ein Hörspiel machen für Audible und so weiter und so fort. Und ich so, ah, okay. Und dann haben wir das auch als Hörspiel umgesetzt. Christian von Aster hat mitgeschrieben. Und dann wurde das ein mega super Ultra-Erfolg. Geil. Also richtig, richtig fett. Und jetzt verfilmen wir das. Also es war wirklich eine spontane Idee. Das gibt es selten, dass das dann wirklich so funktioniert und daraus sich sowas entwickelt, habe ich jetzt auch noch nicht so erlebt. Danke, hat geklappt. Weil die Sachen, die Tommy schreibt, sind ja immer schon so verfilmoid, sag ich jetzt mal. Also die eignen sich, um verfilmt zu werden. Und ja, das haben andere Menschen auch so gesehen. Und jetzt sind wir hier und verfilmen Kohlraben schwarz zusammen mit Paramount. Das ist ein Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir machen jetzt erstmal eine Stellprobe. Dann machst du eine Kameraprobe und dann holen wir die. Achtung, los geht's! Achtung, Ruhe bitte, Probe! Und Probe, bitte! Nein. Nein. Und jetzt geht ja auch los. Danke. Danke. Funktioniert sehr gut. Videocheck, Ansage voll. Dann erstmal, hallo, schönen guten Tag. Kohlraben schwarz, zwei absolute Koryphäen der deutschen Unterhaltung. Naja, er ist nicht so, aber. Er ist nicht so, ja. Michael, moin Christian, schön, dass ihr hallo. Da seid. Mögt ihr uns ganz was erklären? Kohlraben schwarz, wen ja, spielt ihr denn? Ja, da hat der Michael eigentlich schon was vorbereitet, weil der ist ja auch ja. maßgeblich am Buch beteiligt. Moment mal, ich muss ja gucken. Der wird jetzt ein bisschen, worum es geht. Wer seid ihr denn in Kohlrabenschwarz? Ach, übrigens, das ist der Stefan Schwab. Den kennen die meisten hier noch nicht. Jetzt schon. Ich noch nicht. Hallo. Jetzt ich auch. Ja. Wo wir sind gerade, auf Seite. Exakt. Also Kohlrabenschwarz, wenn ihr von innen in meine Nasenlöcher filmt, falls man länger als 20 Minuten in dieser Höhle ist, hat man die Innenwände der Nase schwarz. Das spüre ich. Weiß. Ja, es werden eben hier Opfer gebracht am Set. Also Kohlrabenschwarz ist eine Mystery-Krimiserie, die in Bayern spielt. Deswegen haben wir auch einige bayerische Kollegen engagiert. Du bist doch aus Bayern auch wieder. Jawohl. Mundart. München geboren, ja. So, ja. Gott sei Dank. Und du sprichst auch den Dialekt, ne? Ab und zu. Wen von den beiden brauchen wir jetzt? Ach, das ist ja herrlich. Ich muss zum Okay. Ja, danke schön. Ja. Ja, danke für den Rotoren. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Projekt Kohlraben Schwarz, weil es ist auch so düster. Es ist wirklich Mystery. Es ist deutsche Sagen neu aufgesetzt. Ich bin einfach gespannt. So, was hat Tommy geschrieben?
Und ja, hier war gestern alles voll mit drei Prop, also aus mit drei Leichen tatsächlich, gepfählt, Folterkammer, Schwerter, Scherben auf dem Boden, Blut. Wir haben noch gesehen, wie die so angemalt worden sind mit Blut, wie auf dem Boden auch Blutlaken gemacht worden, die jetzt... Die jetzt gerade weggemacht werden, genau. Tobi, ja, ne? Hier war alles voll. Schwerter, Ritterrüstung, irgendwelche Körbe und so weiter. Ne? Ja. Schon cool hier. Diese Schläge ist halt auch tödlich, oder Bro? Da haben wir ja auch ein bisschen mit zu kämpfen gehabt, einfach stabil da zu stehen und zu filmen. Und wie muss das erst für die Leute da so gewesen sein? Ey! Dürfen wir dich filmen? Ja, klar. Yeah, in der Sonne. Oder haben wir eine neue Hexenbibel. Hast du gekriegt? Problem gelöst oder was? Wir haben über Ausstattung gesprochen halt, ne? Genau. Ja, hier, das waren ja die Jungs. Das war ja Tobi, der jetzt gerade da oben noch das restliche Blut wegmacht. Da haben sie wirklich ein wahnsinnig tolles Set hier gebaut, muss man sagen. Ja. Das war wirklich beeindruckend. Geil. Und das Buch ist aber jetzt für einen anderen Dreh, genau, oder? Das Buch ist jetzt für die Sophienhöhle, in der wir dann drehen, quasi beim Rattenfänger. Und das ist eine Spielrequisite dann eben, die er aus der Tasche zieht und jetzt dann noch ein bisschen umgebaut wird und dann quasi unsere magische Hexenbibel ist. Wo ist die Hexenbibel? Jetzt ist sie weg. Und haben wir jetzt eben hier bei einem örtlichen Antiquitätenladen ein ganz tolles Buch bekommen von 1719. Alter, echt? Ja. Ui, Alter. Eine richtig geile Geschichte. Ist das eine Metallschnalle oder was ist Messing. Das? Messing. Tatsächlich. Das ist wirklich edel, ey. Ein ganz tolles Handwerkstück. Ich will auch mal gucken. Es ist ein kirchlicher Druck. Damals hat ja tatsächlich nur die Kirche gedruckt. Kirche Geld, zu drucken. Hä, wie geht das vor auch? Gutenberg noch, ne? Genau. Wie? Muss mal zusammendrücken. Genau, und dann springt es dann raus. So geht das? Ach, das ist wie so ein Haken einfach nur. Genau. Ach, Laber, das ist ja krass. Okay. Ach, Laber. Wow. Ist das richtig rum? Ich sehe hier nichts. Nee, ist falsch rum. So ist es. Mann, Hirn, Alter. Ja, ich sehe ja nicht. Oh, guck mal, mit Bildern sogar. Mit Stichen, ne? Ich habe es mir von innen tatsächlich auch noch nicht so genau angeschaut. Alter. Mir hat es von außen so gut gefallen. Okay, wie viel? Kannst du sagen, wie viel wir es. Ja, viel. Okay. Sehr viel. Wir haben ein mega Wahnsinnsteam. Ich meine, wir machen das schon ziemlich lange. Auch wenn wir noch nie so was Großes gemacht haben, kennen wir wahnsinnig viele Menschen und haben ja damals mit der ProSieben Märchenstunde schon an großen Projekten mitgearbeitet und so weiter. Das können wir schon. Nur eigenverantwortet haben wir es halt noch nie. Und jetzt haben wir zusammen mit unserem guten alten Freund Erik Hafner, den wir schon seit, ich weiß nicht, an Beginn der Bummfilm kennen und der auch früher bei uns mitgearbeitet hat, war stellvertretender Geschäftsführer der Bummfilm und, haben wir einen unfassbar großartigen Regisseur, dem wir halt komplett vertrauen können, weil er genau unsere Sprache spricht und wir uns sicher sein können, dass der das richtig geil umsetzen kann. Und er hat auch dieses Comedy-Gespür, Talent, die Erfahrung. Auf der anderen Seite ist er aber auch ein wahnsinniger wie sagt man, Cinematograph. Also der kann wahnsinnig großartig Bilder kreieren und er kann sehr, sehr gut Team führen. Also ist wirklich ein Wahnsinnsregisseur. Nach wie vor also mein absoluter Lieblingsregisseur. Und dann zusammen mit unserem guten Freund Tom Holzhauser an der Kamera, das ist ein Dreamteam. Ne? Also die zaubern da Dinge, wo du sagst, das gibt's doch gar nicht. Auf persönlicher Ebene, was ist diese Produktion Kohlraben Schwarz für dich? Es ist für mich eine außergewöhnliche Produktion, weil ich das erste Mal, ich habe sehr viel Comedy gemacht vorher und das war, musste immer alles sehr hell sein. Und es ist das erste Mal, dass ich was drehen kann, was halt wirklich total im Low-Key-Bereich stattfindet. Und das ist für mich auch für meine Arbeit eine krasse Herausforderung. Ich genieße es jeden Tag. Ich lasse ihn immer die Lampen ausschalten die ganze Zeit. Er sagt immer, mach dunkler. Du musst mutiger werden, sagt er immer. Sag okay, alles klar. Das ist eine Menge Feuer im Spiel auf jeden Fall. Auf alle Fälle, ja. So, und jetzt kurze Vorstellung. Wer bist du? Magst du kurz sagen, wer du bist und was du machst? Ich bin der Tom Holzhauser und mache Kamera bei dem Projekt Kohlraben Schwarz. Und wer bist du? Ich bin Erik Hafner und ich bin der Regisseur. Wunderbar. Ihr beiden kennt euch schon ein bisschen, oder? Kann das sein? Oh ja. Oh ja. Sehr lange. Wie lange sind es? 10 Jahre. Über 10 Jahre auf jeden Über Fall. Über 10 Jahre, ich glaub, ja. Auch, ja. Ja. Mhm. 2012. Ja.
2012. Bei Lady Kracher haben wir uns kennengelernt. Gibt es ein erstes Foto von uns, ja. Ja. Lady Kracher fand ich super, aber viel zu hell. Lass uns mal auf die dunklen Stellen kommen. Also waren wir noch jung und hell, ne? Ja, genau. Ja, von Lady Kracher hin zu Kohlraben Schwarz, das ist auf jeden Fall scheinbar ein Ritt. Wie ist das für dich, Tom? Also nochmal, lass uns gerne nochmal ein bisschen reingehen. Du als DOP, viele Produktionen auch schon mitgemacht, ihr kennt euch auch schon. Jetzt plötzlich dieser Genre-Mix. Ist das für dich eine neue Herausforderung gewesen? Oder hast du gesagt, jo, easy peasy, let's go? Nee, da musste man sich natürlich auch so ein bisschen rantasten über die Drehtage, über die verschiedenen Motive und so. Und was ich bei uns ganz außergewöhnlich finde, ist, wir haben wirklich großartige Motive. Also jedes Motiv ist anders. Ihr wart heute in der Höhle dabei, ne, wir waren in Rothenburg, wir waren in so einem Wald mit so einer Hütte. Also es sind wirklich großartige, also da haben wir wirklich großen Wert drauf gelegt, zu sagen, wir wollen ganz tolle Motive haben, die uns viel Möglichkeit geben, die auch so ein Value irgendwie haben. Und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft. Also die Qualität der Motive und die Quantität der Motive stechen hier total raus bei der Serie. Die Vielzahl macht es natürlich auch aus. Ne? Wir sind jetzt hier in dieser Höhle 2 Tage, bums, und übermorgen schon wieder weg irgendwie. Ja. Normalerweise haben so Serien, ich würde mal sagen, die Hälfte dieser Motive. Ne? Da ist man viel mehr Drehtage an einem Ort und bei uns explodiert das gerade. Und ich hoffe, dass das am Schluss... wenn man sich dann so eine Staffel anschaut, dass man das auch sieht, dass sozusagen die Kleinteiligkeit und die Abwechslung viel höher ist als bei anderen Serien. Das ist meine Hoffnung, ehrlich gesagt. Wir haben kein festes Motiv. Normalerweise hat man ja bei Serien immer, dass man sagt, ah, die Kommissare sind im Kommissariat oder spielt im Krankenhaus oder so. Wir haben das gar nicht. Wir begleiten den Schwab sozusagen auf seiner Reise. Ne? Also man muss auch mal gucken, das sind ganz wenige Spieltage auch zum Teil. Ne? Ja. Also das macht es echt außergewöhnlich. Wir haben uns natürlich im Vorfeld viele Produktionen angeschaut, die in die Mystery-Richtung da irgendwie so gehen. Aber ich würde mal sagen, die Vergleiche sind alle auf hohem amerikanischen Niveau, die wir uns angeschaut haben. Die haben ganz andere Budgets als wir. Wir versuchen mit einem viel, viel kleineren Budget trotzdem diesen Schauwert herzustellen. Das war so ein bisschen unser Anspruch auch irgendwie. Der Preis dafür sind halt super harte Drehtage und ein Team, was gerade wirklich krass zusammenschweißt. Und alle ziehen mit, alle haben Bock und man... Ne, im Gegensatz zu, naja, wenn man jetzt irgendwie so einen Tatort dreht oder so irgendwas, eine normale Krimiserie, merken wir hier, dass die einzelnen Teammitglieder tatsächlich sagen, nein, komm, lass uns noch eine Einstellung machen und ne, die Gripper sagen irgendwie, aber da kann ich doch noch eine Schiene legen, so, das können wir doch Gefahren machen und so. Und der Spirit, das ist es. Und da wir diese Leute gefunden haben, glaube ich, können wir da versuchen, so ein Stück weit an diese Produktion ranzukommen, die eigentlich viel teurer sind als wir. Also am Set, es ist, auch wenn es richtig stressig ist und wenn die wirklich im Laufschritt unterwegs sind, immer gute Stimmung, hier und da nochmal einen Gag. Du hast nie das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie persönlich aneinander reiben, sondern sie stehen unter Druck. Sie haben eine große Herausforderung, aber es läuft. Es läuft wie ein Uhrwerk. Also da könnte ich nicht glücklicher sein und bin auch wahnsinnig viel und gern am Set, weil... Wenn die Luft knistert, ja, das ist geil. Die letzten 2 Stunden sind immer die Rock'n'Roll-Stunden, nennen wir die. Ne? Da geht es nochmal so richtig zur Sache, irgendwie, wo wir uns so, wo die sich die Kamera fast zuwerfen irgendwie, ne? Und dann noch eine Einstellung machen. Das schlaucht schon ganz schön. Jetzt haben wir noch eine Woche und dann können wir mal eine Woche durchschnaufen und dann haben wir die Hälfte. Und dann haben wir die Hälfte. Tötet mich!
hier die Türen, Bro, da sind sie noch hier. Guck mal, das ist ja die Ausstattung. Genau, und mir ist das noch. Ey, moin. Mir ist das noch nicht mal aufgefallen. Ich dachte, ach ja, krasse Türen hier, aber alles, was Nico gesagt hat hier, das ist übrigens alles Requisite. Ja. Die Leute haben ja viel, viel Herz und Blut reingesteckt. Das Erste, was wir gesehen haben, als wir hier reingekommen sind, waren einfach mal die Leichen. Hier waren drei Leichen aufgebahrt in der Mitte da. Und das war schon so krass, ne? Oder, Bro? Das war, du kamst hier rein und dachtest, okay, alles klar. Wir sind in der Hölle. aber in der Film alle. Es gibt in Indonesien, wie sagt man, auf irgendwelchen Inseln, Indonesier, die das machen. Die begraben ihre Toten in Bäumen. Ja. Wenn die tot sind, dann werden die so Tschüss! Werden die so in leere, tote Bäume gesteckt, die auch schon tot sind irgendwie. Mhm. Nee. Die werden in die Bäume gesteckt, die irgendwie hohl sind. Und dann wachsen die aber zu. Ich weiß nicht, müssen wir Mama nochmal fragen. Ja. Wer mir das erzählt? 1542, Bro, wurde diese Wehranlage gebaut. Ja, aber was ist jetzt hier mit der Leiche im Baum? Weiß man nicht. Man weiß nicht, ob da eine drin ist. Das ist also der Baum ist eine Linne. Ja. Wer immer dafür verantwortlich ist, ihn, sie oder welch Wesenheit auch immer, wird die Rache der Dwerga treffen und in jahrhundertelanger Agonie quälend langsam dem Tode nur näher bringen. Was ist die nächste Location? Ich weiß nicht, was war das? Diese Höhle, oder? Ja. Ja. Höhle. Höhle. Klaus, sei still, halt deine Fresse! Und mach jetzt, nimm! Guten Tag, geht es dir? Hi, hi, hi. Wow. ich bin Caro. Genau, ich bin Schauspielerin. Ich bin Joy und ich spiele die Nele. Hier ist ein Durchgang, ja, ich ne? Ich weiß. Wir stehen mitten im Durchgang, aber... Ja, es wird durchgezogen, wir sind Profis. Ich würde gerne, um einzusteigen, könnt ihr vielleicht ganz kurz, eher freundlich, den Dialog durchgehen? Einmal so kurz reminiszieren. Spielt ihn einfach mal freundlich nach. Freundlich den Dialog? Ja, freundlich, das cool. Freut mich total, weil... Weil, wie man hört, bin ich mittlerweile total heiser. Deswegen finde ich es total schön, dass ich den jetzt mal freundlich durchgehen kann. Was haben wir gesagt? Ich habe gar nicht so viel gesagt. Was stimmt nicht mit dir? Mach jetzt, hör auf, dich mir zu widersetzen, du kleines, dreckiges Miststück. Hör auf, dich mir zu widersetzen, du kleines, dreckiges Miststück. Und wie hast du reagiert dann, freundlich? Ich sagte, nein, lass mich. Bitte. Und zwischendurch war immer noch mal ab und zu. Hier war noch so ein. Ah. Ah, und ich habe geweint, ganz viel geweint. Ja. Und was hast du dann gesagt? Dann treffe ich jemanden kurz, der mir noch mal neue Magic Darkness Energy gibt. Und dann sage ich: Steh auf, steh jetzt auf. Steh auf! Steh sofort auf! Ja, da sage ich dann: Nein, lass mich. Bitte. Steh gefälligst auf. Bitte, warum? Weil ich das will. Ich hab's mir schon vorgestellt, einfach Schuss gegen Schuss, aber gegengeschneit. Ja. Hör auf zu heulen! Sei still, halt deine Fresse! Und jetzt guckst du nach oben, die Flöte, große Angst, und sie spielt. Oh,
da kommt Essen. Da kommt Essen. Thomas, was haben wir denn da? Was ist da los? Also, was filmen wir hier, beziehungsweise wo sind wir? Wir sind, wie du schon gesagt hast, in der Sophienhöhle. Das ist in der fränkischen Schweiz. Es ist großartig, dass wir hier drehen dürfen, denn es ist nicht so einfach, in einer echten Naturhöhle zu drehen. Und wir haben uns aber eigentlich zur Aufgabe gemacht, so originäre Sets wie möglich zu finden und vor allem so wenig wie möglich zu bauen oder im Studio zu machen, sondern wir wollten an reale Locations gehen. Dann, das sieht man im Bild nun mal, ob das jetzt alles irgendwie gebaut ist oder sagen wir mal so, der Aufwand, es so zu bauen, dass man es nicht sieht, ist schon sehr enorm. Und trotzdem hat es immer so einen Studio-Charakter und wir sind halt live on Location und das ist der Mega-Wahnsinn hier. Ja, es ist super. Also natürliches Licht, viel Fackeln, kein digitales Licht tatsächlich ganz an. Genau. Also wenn, dann nur zum Auf- und Abbau. Vielleicht mal eins irgendwie an eine Höhlenwand. Genau. Extrem viel Kerzen im Background, dann viel mit Gasfackeln, Lagerfeuer und so weiter. Das merkt man leider auch so ein bisschen am Ruß. Aber wir haben ja alle Masken. Genau, wir haben alle Masken auf. Nee, von dem her, das geht. Die Locations, die wir haben eine eingestürzte Ruine, in der wir noch drehen werden. Von einer Kirche, was es ja eher selten gibt. Na, weil Kirchen werden ja dann immer schön brav wieder renoviert. Also wirklich eine mega geile Kirche oder Kapelle, die eigentlich eine Ruine ist. Da mussten wir erst das Dach abtragen, damit wir überhaupt sicher drehen können. Statiker reingeschickt und so weiter, um das alles irgendwie gangbar zu machen. Ja, ja, wir mussten die auch erst freischneiden. Da war so viel Gestrüpp und so weiter, dass wir da überhaupt drehen können. Aber das ist dann auch wirklich eure Aufgabe, ne? Na klar. Als Herstellungsleitung, als Produktionsfirma? Ganz klar, genau. Also wir müssen dafür sorgen, dass das Team sicher ist und dass man da drehen kann, ganz klar. Also so wie sie war, konnten wir nicht mal reingehen zur Besichtigung. Also das Ding war einsturzgefährdet. Nein! Ich habe das gesehen. Es schaut nichts. Wo fängt man nochmal an? Kopf, Brust, links, rechts. Genau. Und ansonsten, wir waren noch im Silberbergwerk Schwarz. In Österreich waren wir für 2 Tage in einem Stollen, der nicht für die Öffentlichkeit oder auch nicht innerhalb dieser Begehung oder Besichtigung, die man da machen kann, sondern die haben das extra für uns aufgesperrt. Auch da musste man natürlich checken, ist das alles sicher. Und da waren wir nochmal an so einem Stolleneingang ganz weit oben am Berg. Und also mega Wahnsinns-Location im Wasmeier-Museum bei uns am Schliersee. Und alle historischen Geschichten vom blutigen Dammerl und so weiter haben wir da gedreht. Der blutige Dammerl oder wenn der blutige Thomas klopft. Toller Cast mit Michael Kessler. Natürlich auch eine Comedy-Koryphäe. Richtig. Aber ihn auch in der ernsten, also wirklich in der ernsten, fast schon morbiden Rolle zu erleben, ne? Das ist schon sehr interessant. Und das ist eben das Großartige. Er trifft diese Kante perfekt. Wenn ich Ihnen zugestehe, dass wir es mit einem Serientäter zu tun haben, verlassen Sie dann endlich mein Büro und nehmen Ihre Schauermärchen mit. Ja, ich kann gehen. Gut. Aber ich fürchte, die Schauermärchen bleiben noch eine Weile. Also das, man würde es ihm wahrscheinlich vielleicht gar nicht so zutrauen, wenn man seine ganzen anderen Rollen so gesehen hat, aber der ist ein so großartiger Schauspieler und hat das auch genau inhaliert, sag ich jetzt mal, diese Person, die er da spielt. Liegt aber auch daran, dass wir halt schon 2 Staffeln Hörspiele vorher gemacht haben. Was das angeht, eine bessere Vorbereitung kann man eigentlich gar nicht haben. Also was die Charakter und die Darsteller in ihren Rollen angeht, ist perfekt. Also mit Krimis kennt man sich ja als deutscher Schauspieler grundsätzlich ganz gut aus, aber hier kommen eben Mystery-Elemente dazu und Besetzung fand ich toll, Regie und Produktion. Also das ist eigentlich ein sehr gutes Startbett. Bereit. Was ist das? Colt Peacemaker Kaliber 45. Was bist du eigentlich für ein Pfarrer? Ein Vorbereiteter. Ja, die Rolle hat ein Geheimnis, also zumindest in der ersten Staffel, das gefällt mir schon mal sehr gut. Ja. Dann ist es, wie man hier sieht, ein Pfarrer, was ich auch schon immer mal wirklich spielen wollte, jetzt darf ich. Ein Pfarrer mit so einem gewissen Etwas, also ich habe gerade gesagt Geheimnis, der kann noch andere Dinge. Und das ist halt eine sehr spannende Grundlage, um die Figur zu entwickeln. Es waren natürlich
Herausforderungen, was die Motive angeht. Also wir waren tief im Berg in Tirol, in so Bergbaustollen, die irgendwie 500 Jahre alt sind, schlechte Luft und so weiter, Untertage. Es war anfangs, als wir angefangen haben zu drehen, unverhältnismäßig kalt für die Jahreszeit. Aber das kennt man ja vom Drehen, also das war es aber auch schon. Ansonsten sind eigentlich sehr geile Locations und gute Szenen und wie gesagt, tolle Kollegen. Also das ist eigentlich ein positiver Ritt. Das ist halt so eine kleine Abenteuerreise. Ne? Ich kenne mich in dem Genre, muss man ja auch noch dazu sagen, überhaupt nicht aus. Ich gucke keinen. Ich gucke kein Mystery, ich gucke kein Krimi auch nicht und so weiter. Das ist überhaupt nicht mein Genre. Deswegen habe ich auch an den Büchern nicht mitgeschrieben, weil ich sowas nicht gucke, mich darin nicht auskenne. Da habe ich sofort delegiert und habe gesagt, Tommy, das müsst ihr machen. Da halte ich mich auch völlig raus, weil ich mich damit nicht auskenne. Wenn ich mich nicht auskenne, schreibe ich sowas nicht oder mache ich da nicht mit. Also als Autor. Aber ich spürte gleich in der Richtung Mystery und Krimi, dass ich es spannend fände, wenn es eben Figuren sind, die wir Zuschauer auch kennen. Ne? Wir kennen die Märchen, wir kennen den Rattenfänger von Hameln und so weiter. Und wir wissen ja alle nicht so genau, ja, gab es die jetzt wirklich damals oder da muss doch was gewesen sein und so. Und von daher hat das für so eine Serie Entschuldigung, nochmal eine ganz andere Ebene. Und finde ich, auch wenn ich mich mit dem Genre nicht auskenne, unheimlicher dadurch. Als so, ich sage jetzt mal, völlig komplett erfundene Wesen, die da plötzlich aus dem Nebel kommen. Kann es sein, dass das... Simon hat geschrien. Und dann war er einfach weg. Ich hab bestimmt ganz arg böses Bild. Stefan Schwab, meine Rolle, hat damit auch nichts zu tun, im Grunde genommen. Also der ist Psychologe, der hat natürlich auch schon einiges erlebt und gehört in seinem Leben an tragischen Kriminalfällen und Unfällen und was, Mord und Totschlag. Aber sowas ist dem natürlich auch noch nicht untergekommen und eigentlich hat er ja gar keinen Bock darauf und will seine bayerische Ruhe. Seine bayerische Ruhe wird aber verwickelt in diese Fälle. Und möchtest dann natürlich auch wissen, was los ist und warum und steigt dann voll ein. Herr Hartl, Frau Leitner, Frau Ludwig, Ihre Aufgabe erwartet Sie. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Aber jetzt ist es ja schon echt teilweise sehr morbide, so mit drei aufgepflockten Leichen. Ja. Das ist schon was anderes, oder? Bei mir ist ja immer die Angst, wenn der Kessler kommt, also auch wenn ich irgendwie Leute interviewe, ja, veräppelt der mich jetzt und der macht jetzt Quatsch und der hat doch so viel Comedy gemacht. Und, da muss man aufpassen und so. Das war damals Switch, das ist eben eine andere Abteilung und so und das muss man dann bei mir auch, glaube ich, fein säuberlich trennen. Und hier ist es jetzt auch so, dass die Leute jetzt nicht denken sollten, das ist eine Comedy-Sendung. Ne? Also es ist schon eine Mystery-Krimi-Sendung, bei der man zwar schmunzeln darf ab und zu, auch über mich. Und ich bin ja kein, in dem Sinne, ne, man wird dann immer so Comedian genannt, weil man so viel Comedy macht, aber ich komme ja eigentlich von der Schauspielerei. Das ist der Beruf, den ich gelernt habe und ich habe viel Quatsch gemacht in meiner Laufbahn, aber auch vor allem am Theater noch anfangs. Ich mache wahnsinnig gerne Comedy und ich mache aber immer gerne eben beides und deswegen ist es toll, das jetzt spielen zu dürfen. Ich kann diese Situation nicht. Den Stift hatte sie eben gerade in der Hand. Aber unsere Vanessa hat ja ein Aggressionsproblem. Lächerlich! Tee? Nein, danke. Ich würde gerne mit Ihnen über Erei sprechen. Wir sind in der Sophie-Tüte. Das ist so cool hier. Hast du das schon mal... Also, es sieht richtig geil aus, oder? Naja, ein Set in so einer Höhle, Alter, das ist mega geil. So, und dann? Ich hab's nicht mitgekriegt. Die haben ja vorhin die Endszene geprobt. Von einer Episode oder von... Ich weiß irgendwas nicht. Irgendwas haben sie geprobt. Es ist ein Kampf und... Ja, ich weiß nicht, wie viel man erzählen darf. Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall. Also die Fledermaus! Geil. Krass. Batman! Wo ist sie? Da! Und Erik hat halt mit den Schauspielern hier in Ruhe geprobt. Mhm. Und einfach nochmal alles durchgegangen, besprochen, wo jeder langlaufen muss, wie man was am besten macht. So ein bisschen wie bei uns auch. Oh. Ist das so? Ja. Oh, mach das mal, das sieht cooler aus. Nur, nee, das sieht echter aus. Na. Nur in einer geilen großen Höhle, ey. Ja. Und es ging irgendwie darum, dass Michael auch so absolut stoppt. Ja. Aber es war wohl irgendwie besser, wenn er spielt, als wenn er wirklich an einem
Seil zurückgehalten wird. Ja. Ich kann nicht sozusagen einfrieren, weil ich weiß, wie ein Gummi dann doch nicht. Aber du musst schneller laufen. Jetzt geht's weiter hier, Bro. Wie gruselig. Wir brauchen Licht. Mega cool. Mega geil. Mega cool. Wo ist die. Ne, lass uns eine Tube holen. Mega cool. Eine Tube. Ja. Boah, es geht weiter. Schärfe. Es geht weiter. Ernsthaft jetzt? Es geht weiter. Ernsthaft? Es geht immer weiter. Boah, ist das gruselig. Das ist mega gruselig. Schärfe. Das ist mega gruselig. Schärfe. Ernsthaft jetzt, wo? Ja, wo? Wo? Was? Was? Wo? 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 Ja, mach! Geh du vor. Nee, du gehst vor. Du hast das Licht. Wie? Ich muss dich filmen, natürlich. Nee, ich muss die Gimbal machen. Ich mach Kamera. Du bist der Moderator jetzt. Alter, okay, ich geh nicht weiter. Wie? Da. Was ist das? Siehst du das da hinten? Ist sie groß. Ja. Okay, die ist ja riesengroß. Die ist sehr groß. Das noch ernsthaft jetzt? Ja, das sind die überall welche. Ich bin hier vorhin einfach so durchgekommen. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Gehst du durch? Geh nein, du durch. Nein, 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 durch. Nein, hör auf. Das ist erbärmlich. Wir gehen da jetzt durch, komm. Die hat sich bewegt. Oh, die bewegt sich. Die bewegt sich. Komm, wir gehen jetzt. Die ist die sehr groß. Die haben Kinder. Ich kann einfach nicht. Ich kann auch nicht. Ey, das gibt's doch nicht, Bro. Du bist doch jetzt. Komm. Kannst du alleine gehen? Nein. Was? Mich überwinden? Nein, auf gar keinen Fall, Alter. Wie hast du gesehen, wie groß die waren? Hab ich gedacht. Kommst du mit oder nicht? Ja, geduckt halt. Wir gehen jetzt. Juckt alles. Es ist wieder mein ganzer gut. Körper juckt. Es ist Alter, ist die groß! Ja! Ja, war die groß! Ja. Echt, ist weg vor mir. Was ist mit der Gimbal? Wieso guckt ihr auf mich? Geh du nochmal. Nee. Direkt vor mir. Ich will nicht! Die Dicke ist weg. Die Dicke ist weg, die hier vorhin war. Direkt hier vorne. Siehst du das? Nein. An der Ecke? Nein. Hast du es gesehen? Ja. Das war's in der Sophienhöhle. Morgen gucken wir uns an, wie hier wirklich gedreht wird. Buren und Madel, hört's mich an. Ich erzähl die Geschichte vom Kraxelmann. Kraxelmann. Kraxelmann kannte ich zum Beispiel gar nicht. Ich auch nicht. Nein. Aber der frisst Kinder, ne? Ja, Kraxelmann kannte ich auch nicht, aber es gibt gerade im Bayerischen so einige Gestalten, wie auch in anderen Regionen Deutschlands es noch Gestalten gibt, die jetzt nicht vielleicht bundesweit bekannt sind. Rattenfänger von Hameln, den kennen wir natürlich alle. Aber es ist ja schon auch erschreckend, dass das oft dann um Kinder geht, ne? Und Kinder entführt wurden und Kinder starben und verschwanden und so.
schrecklich, ja, als Drohgebärde natürlich wahrscheinlich damals und Erziehungsmittel auch den Kindern gegenüber, so dem Motto, wenn du nicht lieb bist, dann wirst du geholt und so. Also heute unvorstellbar, dadurch natürlich wirklich sehr gruselig auch. Anfangs denkt man ja, das sind komische Kriminalfälle, also da verschwinden Kinder, so was ist da los. Aber da, erstmal denkt man natürlich, das ist vielleicht ein Psychopath oder sowas, dass das dann in so eine Sagenwelt reinrutscht und da plötzlich eine Welt aufbricht, von denen die alle keine Ahnung haben. Das ist natürlich das Tolle, weil es so ein dieses Abenteuer auslöst, aber auch dieses Wissen wollen, verstehen wollen, herleiten. Und wenn man dann sozusagen diese Geschichten sich auch wieder nehmen kann und das kombinieren kann, ach so, das war die Geschichte war so und so und der macht jetzt vielleicht das und das und es geht hier um das und das, das ist cool. Das finde ich einfach cool in dieser Serie. Also man muss jetzt wissen, ich habe zwar die Idee gehabt, aber was sich der Tommy Krappweis jetzt alles ausdenkt für die Auflösungen dieser Geschichten, also warum dieser Rattenfänger jetzt kommt oder was da überhaupt, warum diese Welt da jetzt so aufbricht und was das für eine Unterwelt ist. Diese ganzen Herleitungen, die weiß ich übrigens auch noch nicht. Der Tommy hat sich das alles gedacht. Ich habe auch damals, als ich die Idee hatte, dachte ich so, ah ja, da bin ich mal gespannt, wie er das dann eigentlich begründet, was die Auflösung ist. Am Ende, aber er weiß das schon und das wird natürlich über mehrere Staffeln entwickelt und von daher hoffe ich natürlich, dass es noch viele Staffeln geben wird. Da hat er eine Fantasie unendlich, habe ich das Gefühl, und kann da rumspinnen, bewundernswert. Vielleicht wollen Sie beide sich einmal kurz vergegenwärtigen, was Sie alles bereit sind, problemlos zu ignorieren. Wenn es nur Ihren Lebensstandard, Ihre Luxusgüter, fließend Wasser, Südfrüchte und die Klimaanlagen nicht gefährdet. Ich glaube, Tommy ist tatsächlich alles zuzutrauen. Tommy ist alles zuzutrauen. Natürlich, Tommy ist alles zuzutrauen. Also das ist, aber der, weil der sich mit solchen Mystery- und Fantasy-Zeug beschäftigt und da ist er ja auch ein Freak. Das braucht es auch. Wir bedienen ja da oder wir machen ja auch etwas für eine ganz bestimmte Zielgruppe, die sehr zu Recht anspruchsvoll ist und so ihre Überprüfungsmechanismen hat, wenn sie so eine Serie guckt. Und deswegen bin ich froh, dass es jemand auch macht, der sich mit dem Genre so gut auskennt wie Tommy. Ich durfte ein Schmied sein. Ja, Schmied ist gut, ne? So quasi mich ein paar Wochen lang nicht rasiert und dann mit offenen Haaren, wo ich dann gesagt habe, Leute, offene Haare und Schmied, totaler Quatsch. Ja, der würde sich die immer hinterbinden. Aber es ist im Bild schaut schon verdammt gut aus. Verdammt normal. Okay. Au. Ein Schmied mit dem schönen Namen Gotthold geht einen Pakt mit dem Teufel ein. Und er schafft so sein Meisterstück. Einen wunderschönen und rundum perfekten Türknauf. Mit einer ganz besonderen magischen Fähigkeit. Ich schmiede da so vor mir hin und es springt ein von diesen Funken in diese Lederschuhe, die so mittelalterlich, auf einmal fängt der Schmied das Tanzen an, vorne noch geklopft, hinten getanzt. Jetzt überleg dir mal, der Vorspann. Und dann kommt dieser Berg als Logo vor einer Sache, die wir gemacht haben. Habt ihr noch nicht gemacht, oder? Nein, haben wir noch nicht gemacht. Das war schon geil, als Paramount gesagt hat, okay, geht los, oder? So schaut's aus. Vor allem war es nicht so, dass es irgendwie so total schnell ging und ihr... Genau, also wir hatten Kohlraben schwarz gepitcht und das war sehr, sehr nett. Wir hatten am Donnerstag hatten wir irgendwie den Pitch rausgeschickt, hatten ein anderes Meeting, was nicht so gut verlaufen ist für uns. Und am Montag, also den darauffolgenden Montag, kam dann der Anruf, okay Leute, wir brauchen mehr Informationen. Was ist das für ein geiles Zeug? Was habt ihr denn da? Ja, wie geil ist denn Kohlraben schwarz bitte? Und dann kam irgendwann nach Wochen und Monaten das tatsächliche Go. Ja, zuerst mal noch mündlich, okay Leute, legt los. Wir so, okay, dann jetzt aber Vollgas. Wir sind losgetigert und haben halt nach Locations gesucht im Dauerlauf. Das war bei uns fast panisch. Naja, ja, wir hatten keine Zeit. Gar, ne? Man muss halt immer gucken, wo kommen wir überhaupt hin, wo passt die ganze Infrastruktur. Wir haben ja eine Riesenbase, wir sind irgendwie 50, 60, manchmal sogar 70 Leute.
die wir da, also inklusive Darsteller und so weiter, verköstigen müssen. Die müssen mittags irgendwie was Warmes zum Sitzen haben. Wir haben Unterkünfte, wir brauchen natürlich ohne Ende Strom und. Also dieser ganze Logistikaufwand, da kannst du nicht einfach mal nehmen und sagen, ach, ich drehe jetzt hier oben auf dem Berg. Ja. Kirche kaputt, ups. Nee, wir sind da echt, also das ist eine ganz schöne Herausforderung mit Pickups und so weiter. Die Leute alle raufschatteln, wieder runterfahren, nachts dann das ganze Equipment wieder aus dem Wald holen und dann fängt es auch noch regnen an. Also teilweise kannst du nicht mit den LKWs rein, sondern musst gar nicht. Alles umpacken genau. in kleine Sprinter. Ne? Der Shuttle-Service halt wirklich. Richtig, ja, genau. Also so eine Art von Dreh funktioniert nur mit sehr, sehr großer Vorbereitung. Also wenn wir hier an diese Drehorte kommen würden und würden uns dann morgens überlegen, so, wie machen wir es jetzt irgendwie, dann wären wir zur Mittagspause tot. Das ja. ginge nicht. Ne? Also wir haben alle Motive vorher nochmal besichtigt. Meistens waren Tom, ich und Regieassistent alleine nochmal vor Ort und haben dann eine sogenannte Auflösung gemacht. Das heißt, wir zeichnen uns alle Kamerapositionen irgendwie ein und überlegen uns, wie wir das machen wollen. Das ist natürlich erstmal so eine Wunschvorstellung. Und am Drehtag muss man auf Gegebenheiten reagieren und ändert es nochmal. Aber ich würde mal sagen, wir sind 80-90% auf der Auflösung ja. aktuell. Und das geht nur mit der Vorbereitung einfach, sonst würden wir das nicht schaffen. Mhm. Geht das dann vor Ort so, weil du hast ja auch kein Licht dabei, du hast nicht die Kamera dabei, du hast dein Handy und kannst so grob Fotos machen. Ja. Hilft wahrscheinlich die Erfahrung. Ne? Genau. Erik hat ganz geile Apps, der kann Räume scannen. Und dann können wir... Ja, das ist neu jetzt. Nein, aber das ist wirklich... Also es gibt mittlerweile so viele Tools, die man benutzen kann, um sich die Arbeit dazu erleichtern. Und das ist wirklich, also wir zeichnen, wir skribbeln das immer, welcher Schauspieler läuft von wo nach wo, welche Kameraposition. Wir reden über das Licht, über die Stimmung und so. Also da ist schon sehr viel Vorbereitung dabei. Anders könnte man das auch gar nicht machen. Also man kann wirklich nicht in so einen Drehtag gehen und sich da hinstellen in der Höhle und überlegen, wo stellen wir jetzt die Kerzen hin, vielleicht da oder da. Also die Zeit haben wir wirklich nicht. Ne? Aber du hast schon recht, das hat natürlich was mit Erfahrung zu tun. Ne? Ja. Also auch wenn wir so wahnsinnig jung aussehen, wir sind eigentlich ja. alte Hasen. Ne? Und mit die Ältesten im Team. Und das sind einfach diese 20 Jahre, die wir da auf dem Buckel natürlich. Haben, ne? die da irgendwie und auch zusammen natürlich die Arbeit, die das ermöglicht, ne? dass wir da wissen, wenn die Kamera da an der Ecke steht, sieht es besser aus, als wenn sie in der anderen Ecke steht. So. Ja. Jeder Tag hat seine eigenen Herausforderungen und wir wissen manchmal gar nicht so genau, was es ist. Im der Rotenburg-Tag zum Beispiel mit den Leichen, da haben wir am Tag zuvor gedacht, ach geil, morgen wird ja alles viel einfacher, weil am Tag zuvor waren wir in sehr engen Gängen, so Flaschenhälse, wo man wirklich nur eine Person musste reingehen, die andere raus, war ein einziges Tetris spielen oder Sokobran. Und dann haben wir gesagt, am nächsten Tag wird bestimmt alles geiler, weil der große Raum ist. Aber dieser Raum hat ein 30% Gefälle gehabt und das hat uns an dem Tag wahnsinnig gemacht. Man war immer auf der schiefen Ebene, ein Bein war immer oben, eins war unten, war es immer kurz vorm Ausrutschen. Das hat psychologisch was mit dir gemacht. Ja. Das konnten wir aber gar nicht voraussehen, weil wir ja nie mehrere Stunden in diesem Raum verbracht haben, bei Dunkelheit vor allem. Ja, und Haze, das hat mich wahnsinnig gemacht an dem Tag. Fand ich irre, psychologisch irre, das Gefühl. Mit dem Blut gestern, weil das ist alles historisch, wo wir da waren. Mhm. Das heißt, die Ausstellung musste sich überlegen, wie macht sie das Blut. Und das musste dann aus Silikon wurde das gegossen. Und dann musste das sah pink aus. Als wir am Tag vorher da waren, war das pink. Über das Trocknen ist das dann rot geworden. Und dann mussten wir noch drüber richtiges Filmblut drüber machen, durften aber nicht den Boden berühren. Also das war relativ filigrane Arbeit, was das Blut betraf gestern. Ja, normalerweise würde man mit 15 Eimern Kunstblut da reingehen und würde so machen einmal. Yes, 30% ne? Gefälle, so, das läuft so. So machen wir das normalerweise, ja. So. Und da das ja 30% Gefälle hat, läuft es ja schon mal in die richtige Richtung. Du nur oben ja. anzufangen. Genau. Das konnten wir dort aber nicht machen. Deswegen diese Silikonlösung, die ich ehrlich gesagt auch noch nicht kannte. Das war eigentlich ganz cool. Ich kannte das nur als fertige Blutflecken und da sehen die gar nicht so gut aus. Aber ja. das war echt das war cool. Super, was ihr nicht gesehen hattet, gell, da war noch dieses Dach, die mussten das ja alles dunkel machen. Da war überall kilometerweise Molton in den ganzen Ritzen an den Seiten und so. Naja. Die Ausstattung hat da echt, glaube ich, eine Woche vorher angefangen, das alles abzudichten, nicht, aber abzudunkeln. Ja. Das ist taghell da drin eigentlich, ja. normalerweise. Warum habt ihr euch für die Venice entschieden? Also die Venice war eine Entscheidung, weil das wirklich ein Low-Key-Format ist und die halt einfach mit ihrer Dual-ASA, mit ihren 500 und 2500 ASA, einfach so Sachen, wie heute in der Höhle erst möglich machen, zu drehen. Also ich hätte das nicht,
Also wäre das hätte ich das auf eine Ari gedreht, auf der Alexa mit 1600 ASA, dann wäre irgendwann, dann wäre es vorbei gewesen, dann hätte ich es so leuchten müssen, dass das alles aufreißt und so. Und so wie es jetzt ist mit der Venice, ist es wirklich ein macht total Spaß. Ich habe vorher auch nicht mit der Venice gedreht, ich habe es nur gehört. Und bin jetzt so wirklich positiv überrascht und würde auch jedes Low-Key-Format auch wieder mit der Venice drehen sozusagen. Und die Objektive, das ist halt die Sigmas sind halt, haben eine 1,5, erlauben mir dann natürlich auch eine andere Blende, gerade im Low-Key-Bereich. Und dann haben wir noch die Classics dabei, die sind nicht vergütet vorne sozusagen, haben mehr Flares. Die haben wir jetzt so benutzt für den historischen Part. Das macht auch extrem viel Spaß, weil die natürlich krass reagieren auf Flares und so weiter und so fort. Alles, was er sagt. Ja. Die Kameras, das ist ja eine Kamera, ist eine Kamera, Objektive sind Objektive. Also ich weiß jetzt nicht, das Licht setzen. Es geht eher um so Stimmung, finde ich. Das finde ich irgendwie wichtiger, als jetzt sich so technisch besonders gut auszukennen oder sowas. Ja. Also sag mal, auf deinem Level kannst du ja die Kamera gar nicht mehr bedienen, sind wir mal ganz offen, ehrlich gesagt. Ne? Das machen ja die Assistenten, ne? Du bist ja... Nee, das meine ich jetzt gar nicht böse, ne? Nee, das meine ich ja positiv. Du bist ja auf einem Level, wo du gar nicht mehr genau weißt, wo der Ein- und Ausschaltknopf ist eigentlich, oder? Sondern du entscheidest es ja eher inhaltlich so, ne? Also DOP, ne? Also dieses Lichtsetzen und ne, wie das Framing ist und so weiter, geht ja gar nicht darum, dass du jetzt weißt, in welchem Menü welche Einstellung von dieser Kamera jetzt zum Beispiel ist. Nee, das ne? muss ich nicht mehr wissen. Ne? Das ist vorbei. Weiß er auch nicht. Aber das... An- und aus weiß ich noch. An- und aus weiß ich noch, ne? Ja, reicht. Ja. Warst du eigentlich auf der Filmschule? Nein. Du warst nicht auf der Filmschule? Nein. Und du? Ich auch nicht. Echt jetzt? Habt ihr so bei Dewey gemacht oder was? Ich hab, ja. Also ich habe mich hochgearbeitet. Also vom Produktionsfahrer, ja, Beleuchterpraktikum, Beleuchter, Grip, Kamera, also Materialassi, Kameraassi und dann. Würdet ihr sagen, Lichtsetzen ist jetzt erstmal die Priorität? Das müsst ihr zuerst drauf kriegen. Also ich persönlich würde das nicht missen wollen heute, zu wissen, wie es funktioniert generell und zu wissen, was das auch für ein Aufwand ist. Also gerade, wenn man auch von der technischen Motivtour ist im Wald, zu wissen, okay, wie kriege ich das hier geleuchtet oder wie kriege ich so einen riesen Weg, den wir vorhatten, den wir gemacht haben, bei der Kraxelmann-Hütte, wie kriege ich das geleuchtet, dass das funktioniert, dass man das schnell drehen kann. Das ist ja eher fast was, schon was Logistisches dann. Ne? Hätte ich das nicht die Erfahrung im Lichtbereich oder hätte ich das nur in der Hochschule gelernt, glaube ich, würde ich da ganz anders rangehen. Ne? Und so denke ich, macht das auch beim Dolly oder beim Grip. Es hilft mir halt genau zu wissen, das selber mal gemacht zu haben, um zu verstehen, auch wie lange das dauert. Ne? Also das Verständnis zu haben, wie lange ein Assistent braucht oder wie schwierig das für den ist, wie lange ein Oberbeleuchter braucht für seine Arbeit und so weiter und so fort. Das hilft schon sehr. Ja. Erdig, was denkst du? So viel machen wie möglich, Licht setzen lernen. Es ist Ehrgeiz, Fleiß und Glück. Ja. Das sind die drei Sachen. Und Empathie. Genau. Richtig, ja. Weil Empathie ist kein Waschmittel. Was willst du dann, hat dir als Filmemacher am meisten geholfen? So? Also das war schon immer mein Hobby. Ich wollte das schon immer machen. Seit ich 15 bin, habe ich im offenen Kanal irgendwie Filmchen gedreht und so. Und wollte immer auf die Filmhochschule. Und ich wollte es so sehr, dass ich so früh damit Geld verdient habe, dass ich nicht mal die Bewerbung zur Filmhochschule irgendwie gemacht habe und bin dann da so reingerutscht und bin immer von anderen Leuten ins kalte Wasser geworfen worden. Immer in Projekte, die eigentlich zu groß für mich waren und dadurch gewachsen. Und auch was Neues. Ne? Und immer was Neues und immer, und das kann ich eigentlich gar nicht, doch. Und dann daran irgendwie gewachsen. Und halt viel Glück, die richtigen Leute kennengelernt. Das kannst du nicht steuern. Da musst du einfach auch viel Glück haben. Und so bin ich da reingestolpert irgendwie so. Ja. Und dann auf eine Sparte so konzentriert. Ne? Also ich bin halt so in diese Comedy-Ecke da so reingerutscht. Und das ist natürlich auch so ein Fachwissen dann irgendwann auch so ein bisschen. Ne?
wenn man so in meinem Alter ist, spielt das eine entscheidende Rolle, gerade bei so einem langen und großen Projekt? Ich glaube, das ist Tommy. Ich glaube, der will sicher gehen, dass du das Richtige sagst. Er kommt mit seinem Zweithubschrauber an. Aber was soll das jetzt sein? Ein Traktor oder ist das jetzt ein... Das klingt nach etwas Größerem, ja. Gut, wir fangen nochmal an. Ja, gerne. Ja. Tommy, Nico und Erik kenne ich alle schon sehr lange. Und bei so einem großen Projekt wie dem ist es natürlich entscheidend, dass die Chemie stimmt, dass man eine Sprache spricht, dass man sich versteht. Das ist Lebenszeit. Wir sind hier 3 Monate zusammen. Da will man nicht diskutieren, da will man sich nicht streiten, sondern da muss man eine Sprache sprechen. Und das ist hier der Fall und da bin ich sehr, sehr froh und dankbar. Ich glaube, das ist was, was Tommy und mich auch sehr verbindet. Wir sind sehr bodenständige Menschen, die immer diese Bodenhaftung nicht verloren haben. Das ist in dem Beruf entscheidend und wichtig. Und deswegen funktioniert es hier so gut. Und Erik vertraue ich blind. Mit Erik habe ich schon so viel und oft gearbeitet, dass ich ihm blind vertraue, auch weil er in dem Genre so zu Hause ist. Ne? Und ich dann als Schauspieler das wirklich delegiere und abgebe und sage, sag mir, wenn ich da irgendwie falsch unterwegs bin, dann mache ich es anders. Ja, klar. Du kannst ruhig reingehen. Das ist generell wichtig für einen Schauspieler, ne? Dass muss, glaube ich, rein. Kann. Muss rein. Oh, shit. Okay. Schon wieder entführt. Okay. Ja. Vielen Dank erstmal. Bis gleich. Ja. Dankeschön, Michael. Danke euch. Schon wieder weg. Schieß nicht anspannen. Entschuldigung. Echt nur Scheiße. Oder? Ja, nur weil er jetzt ein bisschen. Keine Ahnung. Er hat nur weil er ein bisschen Psychologie versteht, ne? Gleich will er alle analysieren. Er versteht überhaupt nichts von Psychologie. Jetzt kann ich es ja sagen. Er ist weg. Okay, nächste Frage. Ihr seid im normalen Leben auch Nemesis, oder? Ihr seid schon gegeneinander, oder? Ja, absolut. Absolut. Also ich habe mich das letzte Mal vor 10 Jahren gesehen. Das war schon furchtbar, aber jetzt gerade das Wiedersehen ist echt noch schlimmer, als ich es befürchtet habe. Nein, das ist Quatsch. Es tut mir leid. So viele böse Rollen hast du ja noch gar nicht gespielt, oder Christian? Ja, aber ich komme aufgrund meines Gesichts und meines Alters geht es jetzt immer mehr in die Richtung Bösewicht. Was sehr angenehm ist, immer dankbarer als Liebhaber scheidet bei mir sowieso aus. Böser Liebhaber, vielleicht eine gute Rolle? Böser Liebhaber, ja. Einfach nur böse. Magst du vielleicht auch erklären, wen spielst du denn in Kohlraben Schwarz? Martin Mühlhober und ist eigentlich ein feiner Kerl, ernährt sich aber vorwiegend durch das Blut jüngerer Statisten. Die stehen da drüben, wenn du mal rüberschwenken willst. Guten Tag. Die sehen noch relativ lebendig eigentlich aus. Die sind noch lebendig, aber nicht mehr lang, weil die werden von mir ausgesaugt. Aber auf jeden Fall lebt er davon. Ja, und nicht schlecht, glaube ich. Was ist denn an Kohlraben Schwarz vielleicht anders für dich? Ich habe keine Ahnung, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich lese eigentlich immer nur meine Rolle. Ja. Und die auch immer nur kurz, weil wenn man dann am Set ist, ich habe heute angefangen, den ersten Satz zu sagen, den hatte ich gut gelernt. Dann sagte der Eri, das ist der Regisseur, du hast noch die alte Fassung. Habe ich gesagt, ja, sag mir die neue. Und dann wird das Ganze auch sehr spontan. Das finde ich super. Also das ist das eigentlich, was Spaß macht. Weil Text vorher lernen, das kann jeder. Aber wenn der Regisseur sagt, pass mal auf, das geht so und so und so, dann ist es eigentlich wesentlich lustiger. Für Improvisation braucht man aber auch das richtige Umfeld, oder? Ja, ja. Das schon, ja. Nee, hatte ich leider nicht, aber ich habe es halt einfach so gemacht. Muss ich rein? Jetzt bin ich rein. Sorry. Alles klar, Dankeschön. Danke, Christian. Einmal noch bitte Kamera ein bisschen langsamer fahren, dass ihr später steht. Christian, genau so bitte nochmal. Achtung. Er spielt das mega evil und richtig gut. Wir kennen ihn ja auch schon von der ProSieben Märchenstunde, also haben wir mit ihm gearbeitet. Und da war er ja auch eine zwielichtige Persönlichkeit, der Jäger aus Rotkäppchen. Nee, aber dass er das kann, war uns total klar. Ja, das war total klar, dass der diese Rolle super verkörpern wird. Und er ist natürlich wie ein Hauptgewinn. Ja, also das ist mega, mega cool. Und da zahlt sich halt aus, dass wir so viele Leute über so viele Jahre immer, wie soll ich sagen, nicht freundlich behandeln, ist das falsche Wort, sondern uns mit dem gut verstehen. Ja? Und dass das einfach wie so eine, man kennt sich über so viele Jahre und dann macht es auch richtig Spaß,
dann wieder zusammen was zu machen. Ja? Und das merkt man einfach. Und deswegen, also ich bin super mega happy. Wir haben natürlich einen ziemlich krassen Postproduktionsplan. Wir schneiden jetzt schon mit 3 Cuttern parallel. Also alles Material kommt jeden Tag sofort ins Studio, wird sofort der Ton angelegt, es kriegt ein Pre-Grading. Oben an der Base sitzt unser Dit, der auch gleichzeitig immer das Grading, das Color Grading macht für die Muster. Das heißt, jeden Abend Eri und Tom schauen sich die Muster nochmal an oder in der Früh oder am Mittagessen, immer wenn irgendwie Zeit ist, wird das hier vor Ort schon mal farbbearbeitet, ja, für alle, die nicht wissen, was ein Grading ist. Und dann gehen die Muster in den Schneideraum, werden sofort verarbeitet. Der Eri kriegt dann immer die Links und kann sich dann die ersten Szenen schon anschauen. Die gehen dann auch sofort in die Vertonung, weil wir keine Zeit haben. Wir müssen fertig werden. Bei so einem Format total wichtig, weil ich habe gemerkt, wenn man das Grading nicht hat, dann fühlt sich das beim Angucken einfach ganz anders an. Mhm. Also gerade in diesem Mystery-Bereich ist es so viel extremer als im Comedy-Bereich, aus dem wir kommen. Mhm. Das ist ein anderes Gefühl beim Angucken, was den Grusel herstellt in deinem Kopf, wenn das Licht ein anderes ist und wenn die Farben anders sind. Der Lachreflex ist immer da, egal ob das jetzt irgendwie warm oder kalt gegradet ist. Aber der Grusel, der stellt sich nur bei gewissen Umständen ein. Oder stärker auf jeden Fall. Gerade was sieht man nicht. Ne? Was genau. Stellt sich der Zuschauer vor und was nicht. Also genau. Wir haben auf jeden Fall gesagt, dass wir von der Kamera her ins Gegenlicht gehen wollen die ganze Zeit, wenn wir da jetzt mal technisch sprechen wollen. Ne? Ja. Also wir versuchen, das alles so zu stagen, dass die Hauptrichtungen immer im Gegenlicht sind, dass die Leute immer Licht im Hintergrund haben. Das war das eine. Und dann haben wir viel über diese verschiedenen Ebenen gesprochen. Es gibt Zeitebenen, es gibt Erzählebenen in der Serie. Und wir haben halt uns überlegt, welche Ebene welche Farbe bekommt, welchen Look die bekommt. Also zum Beispiel diese Märchenerzählungen, ne, wo man diese historischen Vorfahren unserer Märchenfiguren sieht. Da haben wir zum Beispiel einen komplett eigenen Optiksatz benutzt dafür. Also nur, wir benutzen diese Classic-Optiken nur für diese historischen Flashbacks zum Beispiel. So. Also da versuchen wir so einen Look zu generieren einfach, der ja dann was Analoges hat letztendlich. Also man könnte natürlich diese Flares auch digital nachträglich irgendwie drauflegen, aber wir fanden es toll einfach zu sagen, nee, wenn wir da in der Vergangenheit sind, dann haben wir die Classics halt drauf. Und das funktioniert auch schon ganz gut gerade. Das sieht man jetzt schon, dass es sich das so eher so ein Gefühl, als dass man das so technisch nachträglich macht. Und darüber haben wir viel gesprochen. Wir haben viel über Referenzserien gesprochen, was Look angeht, was Inhalt angeht auch. Deutsche, internationale und so weiter. Da gibt es schon Vergleiche, sage ich mal.
Wie oft ärgert ihr euch eigentlich gegenseitig in der Kommunikation? Genau. Ist das so kreativ? Sagt ihr dann so, ey, der Shot ist doch viel besser, nein, der Shot ist besser. Selten, würde ich sagen, oder? Nee, also richtig gestritten haben wir uns noch nicht. Außer wenn ich das Licht ausschalte wieder, ne? Aber ansonsten. Ja, gut, das mache ich dann und dann. Ist aber auch frech ein bisschen. Ja, ja. Ja. Nee, bei Streiten tun wir uns eigentlich nicht, ne? Nee, also, man natürlich, will ja zusammen das machen, ne? Natürlich ist es manchmal stressig und so, ne? Ja. Aber wir spielen ja am Wochenende sehr viel Keep Talking in Nobody Explodes, ne? Und dadurch kommt halt unsere Kommunikation halt zustande, ne? Wir lachen sehr viel. Ich verneige mich. Wir lachen sehr viel, wenn wir irgendwo hinfahren oder von einem Motiv wieder zurückfahren. Das, ja. Das ist schön, da geht viel... Manchmal, viel positive Energie. Manchmal auch hysterisch. Wir wissen nicht mehr genau, ob es normales Lachen ist oder einfach nur Hysterie. Aber wir lachen. Ich würde sagen, wir können 4 Stunden weiterreden. Wirklich jetzt. Ich glaube, wir auch. Ja. Es macht auch Spaß, ja. Es macht super viel Spaß mit euch, wirklich. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Schön, Leute. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank super, euch. Danke. Abschließend gesagt. Kohlrabenschwarz ist für dich was? Kohlrabenschwarz ist für mich die größte Herausforderung, zumindest mal beruflich, die ich je hatte. Und es ist einerseits genau das, wo wir über 25 Jahre für gearbeitet haben und dafür gekämpft haben, so etwas eigenverantwortlich im Fiction-Bereich machen zu dürfen und auch die Freiheiten zu haben, die uns Paramount tatsächlich auch gibt, es so zu machen, wie wir wollen. Ja, wir haben schon viel gemacht, wir haben auch mit Mara und der Feuerbringer schon, also wirklich sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht. Aber das Baby ist unser Baby und das wird so, wie wir es haben wollen. Deswegen ist es für mich Time of My Life, absolut. Geil.